Hallo, ich bin Lea von Leas Labor. Ich habe mir bei AliExpress ein 20 Watt Ladegerät bestellt, was sogar Power Delivery können sollte. Und da das 1,84 Euro gekostet hat, inklusive Versand, den wollen wir mal auf die Spur gehen, weil mein Handy eigentlich genauso schnell lädt wie ein ganz normales Aufladegerät. Deshalb habe ich mich mal in die Werkstatt von meinem Vater verzogen, und das einmal zu testen. Hier vorne steht 20 Watt drauf und wenn wir es umdrehen, einmal die Folie abziehen, das soll bei 5 Volt maximal 3 Ampere schaffen, bei 9 Volt maximal 2,4 Ampere. Bei 12 Volt maximal 1,5 Ampere. Das wollen wir jetzt mal überprüfen. Hier haben wir einmal eine Steckdose. Da stecken wir das mal einfach mal rein. Und dann haben wir hier noch einmal einen USB-Tester. Den stecken wir mal hier so rein. Dann beginnt es hier zu laden. Dann gehen wir einmal hier drauf. Schieben das und drücken dann. Dann haben wir hier auf Dings, dann gehen wir hier, drücken nochmal auf den kleinen Knopf. Und dann haben wir hier, dann gehen wir mal auf Power Delivery. Ja. Und dann drücken wir mal hier drauf. Und, ob es geht? Nein, es geht nicht. Also es geht nicht. Also eigentlich ist das jetzt voll der Betrug halt. Also was auf dem Ladegerät draufsteht, ist voll halt gelogen. Jetzt gucken wir mal, ob es bei 5 Volt 3 Ampere schafft. 9 Volt und 12 Volt kann es garantiert nicht. Ich kriege das gerade hier nicht raus. Warte, so, einmal hier raus. Und dann probieren wir mal, ob das hier klappt. So, falsch herum. So. Bei 0,4 schafft es noch. 0,7 schafft es auch noch. 1 Ampere schafft es auch noch. Hier 1,6 schafft es auch noch. Und bei 1,8 oder 1,9 bricht es schon zusammen. Von den versprochenen 20 Watt haben wir gerade mal 9,5 Watt herausgeholt. Dann gucken wir mal, ob es heiß geworden ist. Ich gucke mal einmal mit den Fingern. Boah, das ist richtig heiß geworden. Gucken wir einmal auf der Kamera, ob wie viel Grad das sind. Hier sieht man es. 48 Grad, 47 Grad, also wirklich sehr, sehr, sehr heiß. 46, es wackelt gerade ein bisschen, 44, 49, 48, sehr heiß wird das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Finger weg, ich ziehe das jetzt mal schnell raus, bevor hier noch irgendwas abfackelt. Also, wenn ihr mehr von so welchen Experimenten sehen wollt oder mehr von anderen vielleicht, dann gebt einen Kommentar, ein Like und ein Abo da. Da werde ich mich sehr freuen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.